Hallihallo, herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider. In der letzten Folge sind wir immer weiter Sam auf die Spur gekommen und diesen Mathias. Und wir haben uns bis hierher jetzt schon vorgearbeitet und wollen natürlich jetzt dem Ganzen doch noch ein Ende setzen. Und dafür müssen wir ziemlich gefährliche Wege gehen. Genau, sowas. Zum Beispiel. Aber wir werden es schaffen. Ich glaube daran. Oh. Okay, ich habe nicht gesehen, dass das ein Doppelsprung ist. Okay. Okay, nochmal. So. Das war jetzt ganz schön knapp. Muss ich mal sagen. So. Wo sind wir denn jetzt? Wo soll ich mich? Da soll ich mich. Es sieht ziemlich gefährlich aus, alles. Aber okay. Gott, was machen wir hier? Soll ich mich da jetzt echt runterfallen lassen? Scheint wohl so. Okay. Oh, schon wieder? Kann ich hier gar nichts benutzen? Nee. Okay, gespeichert haben wir. Dann geht's hier also weiter. Was soll ich hier machen? Ach, da, auf die andere Seite einfach nur. Okay. Gut zu wissen. Oh nein. Oh nein. Geh weg. Bitte. Bitte. Tu mir das nicht an. Also, ich muss ja immer sagen, ne? Ich liebe dieses Spiel, aber für einen Normalsterblichen ein bisschen unrealistisch. Aber gut, Lara Croft ist ja eh nie normalsterblich. Nein. Müssten wir, ja. Ziemlich schnell sogar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Ich probiere es jetzt noch einmal mit Bogen und dann... Okay, das bringt so gar nichts.
Leute. Was bist du denn jetzt für einer? Da hoch, aber brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Sam. Okay. Also kann ich da doch nicht lang. Also ich brauche gar nicht zu viel sagen, weil Laura kommentiert das hier gerade für mich wunderbar. Also, braucht da gar nichts mehr zu sagen. Wow. Okay, hinter mir ist keiner mehr. Nein, 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 nicht schon wieder. Okay. Für mich. Ich mache das jetzt so, weil ich glaube, anders können wir den gar nicht beikommen. War jetzt zwar nicht so viel mit Schießen und so, aber was soll's, ne? Ausgeleert, okay. Ich kann nichts machen. Ja, die werden jetzt da schön getötet. Schreien macht mich irgendwie ganz kirre. Wo kommt der denn jetzt her? Nee.
Von hinten? Von hinten. Okay. Hinten kriegt der Damage, aber richtig. Komm her. Komm her. Komm her. Komm, 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 komm. War die falsche Taste, verdammt Scheiße. Das war auch scheiße. Okay. Erstmal wieder kurz aufladen lassen. Aufladen lassen, aufladen lassen. Jetzt. Und hin, 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 hin. Okay, wie lange müssen wir das eigentlich noch machen hier? Nein, 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 nein! Ey, du Blöder! Guck! Kleiner Affenkopf, echt. Du genauso. Okay, 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 jetzt, jetzt. Komm, nächsten Angriff, los. Ach, verdammte Scheiße. Verdammt. Der ist ganz schön zäh. Mein lieber Scholli. Hm. Ah, verdammt. Kacke. Ey, warum drehst du dich nie um, Kumpel? Jetzt, jetzt, jetzt. Komm schon. Und bam. Und bam, und bam, und bam, und... Oh, eher mehrmals rücken. Yay. Puh. Kann man den noch auslernen? Ich komme, halte durch. Halte durch, Sam. Ich bin gleich da, gleich. Mehrmals drücken, um sich zu verteidigen. Ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke! Yay! So kennen wir unsere Lara! Mit zwei Pistolen! So kennen wir Tomb Raider. Yay!
Das Grauen hat ein Ende. Sam. Oh, Sam. Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist da passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nichts wie weg von hier. Ich war so blind. So naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Und somit beginnen die ganzen Abenteuer, die wir von ihr kennen. Woo! A Survivor is Born. Yay, das war's. Nein, ich fass es nicht. Ja, das war Tomb Raider, meine Damen und Herren. Wirklich schönes Spiel, muss ich sagen. Schöne Handlungen. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal durchgespielt. Es macht immer wieder Laune. Es wird eigentlich nie langweilig. Ja, und das war's. Also es ging eigentlich so von der Länge her. Ich habe gedacht, es wird ein bisschen schwerer. Aber, also, ich muss jetzt mal sagen, es gibt bestimmt viel, viel, viel bessere Spiele als mich, aber ich habe mich doch ganz gut geschlagen. Also, ne? Ja, ich glaube einfach an mich. So. Ich hasse eigentlich immer die Abspann-Dinger, weil ich weiß aber nicht, was ich da so erzählen soll. Hey. Also ich muss sagen, es war echt wirklich der beste Teil, muss ich sagen, von Tomb Raider. Ich habe ja nur wirklich jeden gespielt. Von der PS1 angefangen. Aber
So von der ganzen Machart halt. Finde ich echt das beste Game. Ja. So, was wird denn jetzt demnächst folgen? Je nachdem, keine Ahnung. Ich denke mal, ich werde dann mit Guild Wars anfangen. Minecraft kommt ja ab und zu immer mal sowas. Aber wie gesagt, das ist ja wirklich nur, wenn ich mal denke, es ist wieder Zeit, habe ein bisschen wieder was gesammelt. Direktes Let's Play mache ich da ja eh nicht. Und ich weiß nicht, wann die Folge jetzt hier rauskommen wird. Aber dann werde ich wahrscheinlich wieder aus dem Urlaub zurück sein. Und dann kann es eigentlich voll weitergehen. Ich muss mal schauen, was mir da noch so im Moment für Spiele einfallen. Borderlands, ja, könnte ich eigentlich mal machen, ne? Ja. Bioshock habe ich auch jetzt zu Hause. Also, ich habe ja ein bisschen Spielchen angesammelt. Sind jetzt da nicht die neuesten, ne? Weil ich kann mir ja nicht jeden Monat dafür 50 Euro irgendwelche Spiele kaufen. Aber ich finde, die alten haben auch was und Bioshock macht zum Beispiel genauso viel Spaß, also muss ich sagen. Das habe ich zwar noch nicht durch, aber ich finde die Story auch ganz interessant. Und was hier für Leute, was Leute mal erzählen, das ist Horror und so, das ist gar kein Horrorspiel. Also man erschreckt sich vielleicht mal ab und zu, aber so finde ich jetzt gar nicht. Mal gucken, das werde ich bestimmt bald in Angriff nehmen. Boah, wie lange geht der Abspann jetzt hier? Oh Mann. So, aber dann habe ich ja super getimt mit der Folgenlänge. Also muss ich jetzt mal sagen. Aber ein paar Folgen sind das schon noch geworden, ne? Ich glaube so, boah, also wir sind jetzt bestimmt an den 40 dran, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich zähle die ja nicht nach. Weil ich nehme das meistens immer in so einer Game-Session auf und dann zähle ich die Parts ja nicht, die ich dann so mache. Ich mache dann einfach Tschüss und dann sage ich wieder Hallo und dann bin ich wieder da und ist immer sehr schön, wie, also, aber ich muss sagen, es ist auch sehr interessant, wie viel Leute wirklich an so einem Spiel arbeiten. Also, weiß ich nicht. Finde ich ganz interessant. Es könnte zwar ein bisschen schneller laufen, aber naja. Na gucken, vielleicht kommt ja bald noch ein neuer Tomb Raider Teil raus. Ich habe zwar jetzt nichts von gehört. Ich weiß, dass Mirror's Edge 2 2015 oder 16 kommen soll. Was die ja auch schon ewig lange dran arbeiten. Und neuer Assassin's Creed Teil kommt ja auch wieder dieses Jahr im Oktober. Den werde ich natürlich auch wieder spielen, aber wahrscheinlich nicht aufnehmen. Weil ich glaube, dafür brauche ich dann echt irgendwie einen Gaming-PC für 1500 Euro oder so. Keine Ahnung. Also, das wird schon, das wird, glaube ich, nicht funktionieren, wenn ich das aufnehmen will. Joa. Ach, ich sag ja, wie bei der Deutschen Post, jetzt ruft schon wieder einer an, aber jetzt ist schlecht mit Schnittsätzen. Mit was kann ich euch denn noch bäumeln? Okay, soll ich das mal 5 Minuten machen? Nein, Quatsch. Ach, ja. Mein Humor ist manchmal auch richtig gewöhnungsbedürftig, oder? Aber solange es einigen Leuten gefällt, mache ich das hier gerne. Ja. Ich kann mal kurz was zu diesen Werbeeinschalten-Dings da machen, sagen. Und zwar habe ich dieses, oh, ich werde das jetzt garantiert wieder falsch aussprechen, ne? Dieses Montrearisieren oder irgendwie so hieß das, ne, bei YouTube.
Und das habe ich eigentlich bloß gemacht, nicht um irgendwie Werbung zu schalten oder so, weil darauf kommt es mir echt hier nicht an. Habe ich auch wieder rausgemacht bei den meisten Videos. Bei einigen ist es, glaube ich, noch drin, aber es ist irgendwie automatisch gekommen. Bloß ich war ehrlich gesagt zu faul, da meine ganze Videoleiste da abzuklappern und immer klicken, dieses Werbung ausmachen, klicken und ach. Nee, auf jeden Fall habe ich das eigentlich bloß gemacht für die Thumbnails, weil da hat mir nämlich der gute Chrissy da erzählt, das kann man nur machen hier, wenn man das und das hat. Und deswegen musste ich das jetzt machen, weil die Thumbnails finde ich ehrlich gesagt richtig cool. Solari, das erinnert mich irgendwie an Guild Wars. Da heißt es auch so eine Mob-Gruppe Solari. Finde ich ganz cool. Casting und Voice Production. Blind Light. Okay. Ja. Was haltet ihr denn von diesem ich werde jetzt nicht den Fachbegriff wieder nehmen, sondern einfach nur, was haltet ihr denn von diesen Werbeeinschalten-Dingern da? Also ich muss ja sagen, mich nervt das manchmal, ne? Und ich muss auch zugeben, ich mache manchmal auch den Werbeblocker an, wenn ich mir irgendwie was anschaue. Manchmal, weil mir das manchmal echt auf die Nerven geht. Vor allen Dingen bei Firefox finde ich das ganz schlimm. Der öffnet da wirklich jede Seite. Also irgendwie noch zusätzlich dann mit Werbung und tritt jetzt bei Ion und hier, was weiß ich, was es noch so alles gibt und ach, und Terra World oder wie das heißt. Das finde ich einfach schrecklich, diese Werbung-Dinger. Und wenn ich dann auf YouTube gehe und dann kriege ich das meistens, also was heißt, kriege ich nicht mit, aber ich wundere mich dann nicht, dass keine Werbung kommt, weil ich habe das ganze Zeit über an. Und ja, ich weiß schon, dass die meisten YouTuber sich darüber finanzieren. Ist ja auch voll in Ordnung, aber naja, manche haben eben den Werbeblocker an. Aber manchmal mache ich den auch aus. Zum Beispiel, wenn mich dann die Internetseite darauf hinweist oder so. Vor allen Dingen, wenn es so um mein Schulzeug geht, wenn ich da irgendwie was nachgoogle, diese Wissensseiten, da mache ich den eigentlich schon aus, weil ist ja wichtig, dass sie bestehen bleiben. Zumindest noch so lange, bis ich das brauche. Nee. Auf jeden Fall war das echt, muss ich sagen, ein Spitzenspiel. Mich regt das jetzt bloß ein bisschen auf, dass wir das letzte Grab dort nicht gemacht haben. Also, ich habe das ja nicht mehr gefunden und ich wollte jetzt nicht den ganzen Part damit verschwenden, das mit suchen. Und wir kamen dann irgendwie nicht mehr zurück. Es ist leider ein bisschen schade. Ja, so viele Laras hier. Wie hat euch denn das Spiel gefallen? Das würde mich mal interessieren. Gefällt es euch besser als alles andere von den Teilen her? Oder sagt ihr, nee, die alten für die PS1 oder so, die waren sowieso die besten? Was sagt ihr? Also wie gesagt, meine Meinung ist, dass das hier, das Tomb Raider, wirklich das Beste ist, was ich bisher gespielt habe. Weil das war auch, ja, muss ich sagen, auch ziemlich emotional. War zwar vorher auch schon, aber zum Beispiel bei Tomb Raider Underworld war das, glaube ich, wo sie da hinter ihrer Mutter daher war und so. Es war schon, ja, auch sicherlich eine gewisse Emotionalität drin. Aber ich finde, das ist hier einfach, wahrscheinlich auch durch die neue Grafik und bla bla bla, einfach besser rübergekommen. So, ich glaube, wir haben es gleich. Ich glaube, ich kann gleich meine Klappe halten und zurückrufen, derjenige, der mich gerade angerufen hat. Der Soundtrack war übrigens auch gut, muss ich sagen. Also mir hat es schon gefallen. An manchen Stellen war es, glaube ich, ein bisschen zu laut. Aber ja, ich glaube, das war's, ne? Prozent des Gesamtspiels gemeistert. Auf die Insel zurückkehren, um sämtliche unerledigte Aktivitäten abzuschließen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was denn hier?
Ist mein Internet schon wieder aus oder was? Ach, Mensch. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Geduld für meine kleinere, größere Pause. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut und tschüss.